Was sage ich? Toronto wird nicht lange überleben. Nächste Runde ist es besiegt. Ja, wenigstens hat es seinen Teil dazu beigetragen. Kribotag schreckt zurück. Sehr schön. Bye bye. Sehr schön. Es gab hier so viele Morabels, aber ich glaube, es gab nur ein einziges Sumpex. Warum nur? Und es schreckt schon wieder zurück. Na egal. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Jetzt geht's los. Dabei wollte ich doch gewinnen. Colosseum Tartarus Finale. Mal sehen, wie lange wir jetzt für den brauchen. Hast du noch nicht genug? Nun, dies ist die Strafe dafür, dass du unseren Krypto-Pokémon-Plan gestört hast. Volcenzo und Gyarados. Yield Combination. Ja. Die Elektro-Pokémon müssen ausgeschaltet werden. Alles auf Voltenso. Ah, Mist! Ein Regentanz. Sehe aber nichts von. Wackelt nur mit seinem Schweif. Was los? Früher immer so locker weggesteckt und jetzt? Na gut, ist 9 Level drunter. Beziehungsweise drüber, je nach Sichtweise. Hydro-Pumpe, das war mir irgendwie klar. Weiß auch nicht warum. Ja. Komm schon, ich dachte, du wärst ein bisschen stärker. Ja. Irgendwann wird einem das auch klar. Erdbeben. Ach ja, das wäre so schön. Wenn Voltenso jetzt kein Schubschild gehabt hätte. Naja, mal sehen, was danach kommt. Ein Psyana dürfte dann ja vor Voltenso angreifen. Alles klar, noch ein schnell X-Tempo, bevor Voltenso platt geht. Unglaublich. Level 67. Rizuras. Okay, Erdbeben hätte sich gelohnt. Ich gehe mal davon aus, dass Rizuras jetzt genau Schutzschild einsetzen wird.
Deshalb können wir ganz beruhigt Garados angreifen. Überlebt. Egal. Nachtara ist ja auch noch da und es ist besser als Stopp-Genesung. Was kommt jetzt? X-Bad! Ist doch akzeptabel, oder nicht? Obwohl ich irgendwie weiß, dass er jetzt mit Retros RBM einsetzen wird. Egal. X-Bad muss weg. Es kann nämlich so böse Attacken wie Spukball, Knirscher. Gemein. Montags, oh nee. Das hätte jetzt nun auch nicht gebraucht. Okay, das Viech ist nun doch etwas stärker. Okay, Risiko oder nicht? Wir spielen auf Risiko. Oder lieber doch nicht. Dafür ist Psyanamin so wichtig. Oder auch Nachtara. Ach, egal. Sehr gut, Volltreffer und besiegt. Sehr schön. Na, fast. Okay. Mantax, du kannst schon mal das Zeitliche segnen. Alles in allem war es doch der einfachste Bosskampf hier in diesem Kolosseum. Oder? Kann zwar manchmal ein bisschen nervig sein wegen dieser dämlichen Taktik von Drakim, Schutzschild und Erdbeben, aber trotzdem, ich fand den Kampf relativ einfach. So, Psyana ist verwirrt. Hoffen wir doch, dass es trotzdem durchkommt. Psyana, alles hängt von dir ab. Toxin ging daneben. Psyana ist verwirrt. Es setzt Psychokine sein. Was ist das für eine Attacke? Und Mantax ist besiegt. Mantax kann nicht mehr kämpfen. Die Gewinner sind Psyana und Nachtara. Und der Sieger heißt Zed. Physikalisch gesehen eigentlich vollkommen unmöglich, diese Kraft. Damit ist die vierte Runde beendet. Oh oh, ich krieg langsam Angst. 33.936, ja, und TM2. Wir haben ja nicht mehr. Wie heißt? Münzamulett vorne gehabt. Egal. Ich bin's bald. Es gibt Gerüchte, dass König Tartarus im K.O.-Turnier im Kolosseum Tartarus antritt. Seht, du solltest unbedingt auch antreten und ihn besiegen. Ja, das machen wir. Obwohl ich schon ein bisschen Angst habe. Aber wer weiß. Beim ersten Versuch waren wir 10 Level unter dem Oberkrypto. Und haben es bis auf ein Pokémon dann geschafft. Komischerweise hatten wir dann beim zweiten Versuch nicht so gute Chance, nicht so gute Möglichkeiten. Naja, egal. Noch eben EP-Teiler an Donupto muss noch ein bisschen höher kommen. Und man sieht sich.